Tagchen, Leute, willkommen zurück. Ja, Hola. Wir machen ja schon. Los. Lola, be reasonable. Heads up, Doc. Hey. What? You. Hey, let me see. Oh, at last. Don't be rude, Reuben. You should rest. Oh, I'm wide awake. Sit down. Reuben and I were just reminiscing. You know each other? Conrad and I did some research together. Reuben, it was a little more than that. I was his oracle, his Pythia. So, how have you been? You look different. You tried to kill me. Is that what I did? Conrad. Or did I do something else? Lola, you promised you wouldn't interfere. No, Reuben. We promised that we wouldn't interfere. Uh-uh. You've already galloped across that Rubicon. There is too much at stake. Hey, Doc, where the fuck... Oh. Wait. Who the fuck... Hey, not now, Jimmy. No, we fucking agreed. The whole group gets a say on newcomers. Don't worry, Mr... Montana. Jimmy Montana. Yeah, you probably see me on TV. Fabulous, Mr. Montana. Well, I was just about to leave anyway. But I must just drop in on Tisha before I go. You can't see her. Oh, Reuben. Yeah, well, no one gets to see her. What? She ain't here. What do you mean? Well, she went out looking for food with a little gang of hers. Überraschend. They're overdue. I always told you, Reuben, the tighter the leash, the harder they pull. Get out! I'll see you down the line. Later, Jimmy. Why'd you let her go? Hey, she ain't my kid. Oh, if I was in Jimmy, charge... Listen. You yeah, have fucking to whatever! Find Tisha, all right? Reuben, there's something weird happening to me. Oh, please! We need. No, I need her back safe, all right? Now, look. It's gonna take time to analyze your blood to get answers, right? Now, Tisha doesn't have time, all right? Okay, but then okay. I want answers. Thanks. Das war die Quest? Anscheinend. I'm fucking starved. Wenn ich das gewusst hätte. Ja, schon. Pablo ist weg. Pablo! Pablo stepped up. I hope he's okay. Mensch, scheiße, Schatz, wo steckt Pablo nur? Im Keller. Die können nicht alle im Keller sein. Oh doch, das können sie. Auf dem Weg zu den Läden am Venice Beach trug eine grüne Kappe und sein VCLA Bobcat-Shirt. Schon wieder Venice Beach. Wollte Proteinpulver suchen, das Jack braucht, seit er mit der Chemo angefangen hat, und ein paar Nadeln für das Insulin. Okay, also irgendwo an Venice Beach, wo man Proteinpulver und Nadeln kriegt. Also ich würd sagen, bei den Gewichtsjunkies. Oh, wir haben überall ein paar Quests. Bei dir vielleicht. Bei mir waren die nur in Venice Beach. Bei mir stand überall eine Quest verfügbar. Ja, ich glaube, die Tochter, die wird sicherlich ein bisschen Zeit haben, bis wir die Quest machen. Ja, garantiert. Ich glaube, das wird sicherlich gar kein Problem sein. Und ich muss sagen, alle Leute, die da gerade in diesem Raum waren, sind mir von Grund auf unsympathisch. Die sind mir alle sehr suspekt, muss ich sagen. Die sind alle total fragwürdig. Ich hab eine Rohrzange im Auge. Nee, im Gehirn, nicht im Auge, aber trotzdem. Wenn Nietzsche Who had needles and protein shakes? Meatheads. Ja. Do you read me? It's Sarah. Ah, hi, Quietsche. If you're in the area, I need some help at Monarch Studios. Meet me at my trailer by stage 4. My favorite starship captain. Sure, and I'll help. On my way. Ja, aber noch nicht jetzt. Wir müssen jetzt mal Pablo finden.
Der Schrecken von Soundstage 7. So. Pablo Escobar. Glad to see you made it here safe and sound. Aua, der hat mich durch das Ding geschlagen. Warum macht er das? Weil er kacke ist. Welcher von denen war das denn? Ich werde mich an dem rächen. Der mit seiner Jacke hier. Der da? Ja, ja, warte, der war das. Hier. Tritt. Meine Schuhe an ihn. Abgeputzt. Ich hoffe, das hilft. Ich wette ja. Oh, alles diese scheiß Stachelviecher. Ich krieg euch nicht down. Willst du auf sie eintreten? Kann das sein? Was meinst du? Willst du auf sie eintreten? Kann das sein? Nee, nicht unbedingt. Aber oh, ich, no! Ich habe halt sehr viele Waffen, die Blutung verursachen. Und die mit diesen Blutungswaffen kriegst du die Stachelgeher ja nicht tot. Hallo, mein freundlicher Nachbar. Ach, sie sind es. Ja, der freundliche Nachbar mit den Flammen hinten. So, kommst du mit hier? Ja, bin noch unterwegs. Bin noch ja, unterwegs. Ich wollte ja nur fragen. Aua. Jetzt bin ich nicht mehr unterwegs. Wurde aufgehalten. Das ist aber eine Frechheit. Ja, hat mich einfach jemand am Arm gezuppelt und meinte so, ey, komm mal her. Dupidupidu. Ich hab Hunger, kannst du mir was geben? Aus deinem Nacken? Hast du gesagt? Da war ich so, vielleicht wann anders, heute nicht. Hast du gesagt, nee, Nacken ist schlecht, Rücken wäre besser? Nee. Das habe ich nicht gesagt. Das wollte ich mir nicht kneifen. So. Muskelmotze. Oh. Was seid ihr denn hier rumgeflogen? Oh, daneben ist auch vorbei, habe ich mal gehört. Achso, ich habe nicht genügend Energie hier, natürlich. Warum nicht? Oh, das war die falsche Taste. Brauchst mehr Energie? Hallo, besser Wasserträger. Ah, das war witzig. Das sah sehr lustig aus. Hast du gut gemacht, Mr. Wasserträger. Haben wir hier schon irgendwas? Nö. Chemikalien. Das Problem ist, vielleicht ist das gar nicht hier, sondern genau auf der anderen Seite. Da du meinst bei dem... Ja. Wird für mich tatsächlich sogar mehr Sinn ergeben. Einfach, weil da ja auch ein ganzes Gebäude ist. Und ich wette, in dem Gebäude wär's. Ja, naja, gut, dann laufen wir halt darüber. Muss gestehen, ich wusste bloß nicht mehr, wo das war. Einmal auf der anderen Seite. Hooray! Wo man hier Nadeln kaufen kann, weiß ich trotzdem nicht. Ich habe keine Ahnung, wo es hier irgendwo eine Apotheke gibt. Ach, wir, die brauchen keine Apotheke, weißt du? Wir brauchen einfach nur einen Arzt. Hier gibt's. Das ist doch hier so ein Sunny-Ding. Sunny-Wagen. Hast du Insulin gefunden? Ja, ganz viel. Ist das Insulingeräusch? Ja. Okay. Dann weiß ich ja wenigstens Bescheid. Entschuldigung. Ja, aber hey. Das Insulin wäre wahrscheinlich da. Oder hier in dem, das könnte auch sein. Hier ist nämlich noch so einer. Also, beep, steht auch beep, mal ein beep, 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 beep. Dann können wir mal gucken. Ja. Auf jeden Fall sind hier freundliche Herren, die das beschützen. Also ich kann mir vorstellen, der ist es wirklich. In den Arsch. Sagt man doch nicht. Aber ich habe dem Essenslieferanten in den Hintern geschossen. Hallo, vergrillter Koli. So, wie ernsthaft? Kann man denn hier in das Gebäude rein? Das ist aber frech. Kommen wir wieder in das Gebäude rein? Ich wurde angekotzt. Das
war aber schon frech, ja? Wollen wir mal festhalten. Hey, Walter, lass das. Der weiße Walter, oder? Ja, der sieht genauso aus. Ah ja, Muscle Beach Nutrition. I could do a lovely protein shake myself. A nice margarita, say, served with a burrito. My mom would love you, Pablo. Protein, bitte. So, where next? Protein? Ja, nee, ich hab das erste Ding gefunden. Ach, hier, in dem. Ja. Ey. Oh, Screamo. Ich hab mitbekommen, dass du hier irgendwo rausgekommen bist. Was war oh, das? Malmö, ich hab gar nicht mitbekommen, dass du hier irgendwo rausgekommen bist. Oh, hallo. Hallo, Malmö. Was geht denn hier ab? Hier ist volles Incoming gerade. Ich war ein bisschen sauer. Du warst sauer? Hä? Ja, jetzt bin ich jetzt recht sauer. Wo kommst du denn auf einmal her? Blöde Alte. Aus dem Keller. Ich wollte dir doch noch Malmö-Sachen mitnehmen. Okay, wir haben Proteinpulver. Das heißt, ich kann auch schon mal... This is more feckin' like it. Wieder hier reingucken. Pablo. Doc Martins Greenladen und Roses Tattoo-Studio. Greenladen? Das war doch der ganz am Ende war. Ja, wollen wir da erstmal zu Rose gehen? Ja, das war ja auf dem Weg dahin. Ja, das war hier irgendwo rechts dann gleich. Nee, das war nicht rechts. Das war hier komplett geradeaus auf. Ach ja, stimmt. Kommen wir dran vorbei. Stimmt, ja, stimmt. Nur Rose war da irgendwo rechts, ne? Nein, immer noch nicht. Nein, Rose ich... Ist... Ach so, Rose. Ja, ja genau, Rose. Was Pablo in Aegis? Not necessarily, but he sounds naive enough to try in here. Hallo, Stachelalter. So, weg mit dir. Atta. See, there were medical needles here. Maybe I checked. So. Der Kreischer, ne, da draußen. Und hier ist noch Malmö. Zu Gang irgendwas. Was hatten wir denn noch? Gang. Ah ja, Gang doch, Green. Green Gang, genau. Alter. Holding. Hast du doch nicht mehr alle, du blöde Alte. Oh, da kommt die nächste gleich. Angefahren. Roller Girl ist da. Beim Roller-Derby mitmachen. Kannst du haben. Ah, da ist noch eine. Noch eine, ey. Was geht denn hier? Nein, warum? Ich dachte, der geht einfach hoch. Traurig. Streut dir ins Gesicht, wenn du mich anschreist, du alte Hexe. Moment, muss ich mal so ein Ding nehmen hier. Ah. Oh. Da gehe. Okay, Nase voll hier. Dann nehme ich mir noch ein paar Lungenflügel mit, falls das welche waren. Und dann geht's auf zu Gang Green. So, ich muss gestehen, bei Insulinnadeln hätte ich nicht gedacht, dass wir den nächsten Hinweis bei Rose finden. Nee, finde ich auch. Also mit der Info, die wir dann beim Protein gefunden haben... Alles in Ordnung, da steht der Name drin, aber von allein wäre ich da, glaube ich, nicht drauf gekommen. Nee, also es ergibt Sinn, ne? Dass Nadeln bei einem Passagierer sind, muss ich wirklich sagen. Ja, aber das ist... Irgendwie ergibt Sinn, aber ich wäre auch nicht drauf gekommen. Das ist so verwirrende... I'll just go around. Das ist so verwirrende Point-and-Click-Logik. Ja, aber hier kommen wir ja jetzt nicht rein, weil wir den Schlüssel nicht haben. Und den sollen wir erst kriegen, wenn wir mit dieser Quest hier durch sind. Ja, das macht ja gar keinen Sinn. Doc Martin! Okay. Da ist der Schlüssel. Okay, also scheinbar nicht, wenn wir mit der Quest hier durch sind, sondern einfach, wenn wir die Quest hier haben.
fucking Oh, fuck Sweden. It. Ja gut. Wenn du das schon erledigst hier. Ja, während ich durchgegangen bin, habe ich es gesehen. Hä? Das habe ich doch gerade entschärft. Nee. Ich habe beide entschärft. Ach so? Den ersten und den zweiten. Strange. Aber du bist durch den dritten durch, ne? Da war noch ein dritter? Ja. Den habe ich nicht gesehen. Good guy. Ach, oh, Pablo. Killed by a trap for bad guys. Don't you move, man. A mess. Whoa, whoa. Easy, dude. Wow, hey, Keule des Anzapfens. I'm a peaceful man, man. But hey, I will drop you. No looter's gonna take from the dock, man. Wait, wait, wait. Not here to rob you. Look, money. See? See, I want to buy things. What? No, no, man. Sneaking past all my traps? You're a looter, man. No, 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 no. I just need some stuff from my neighbors. The Dillingers say they always come here. Please. You know Charlie? Yes. They live on my block. He comes here for his shakes, right? Shakes. Yeah, yeah. That's Charlie, man. Why didn't you say something? A customer. Come on over. I'll hook Charlie up. Watch your step, man. What? Whoa. Oh, wow. You sure are dug in. Guess you can't be too careful, huh? Zombies, looters. Ah, sure, man. Like all us store owners look out for each other. But you gotta look out for number one first, you know? Yeah. There's a lot of people depending on me, too. Oh, hey, you have a... my neighbor needs one of these. It for sale? For sure, man. It's a store. You got money, you can have it. This is nice, man. I miss chewing the fat with customers. Whoa! Pizza. Oh, oh, I'm really sorry, oh, no. Man. Oh my God! That trap is there. Sure knocks the wind out of you, huh? Can't be too careful, man. Zombies, looters. Whoa! Deja vu. You hey. Want to get that, man? Hey. No, oh, you okay there? Oh, no, no, no way, man. I was only supposed to knock him down. Oh man. What do I do, man? Nein, ich hab dir nichts getan. Du hast den Zombie umgebracht, weshalb ich das angemacht hab. Just a minute! You can't come in! The door's locked! Weiß ich nicht. That's not here, man! Ich muss gestehen, ich habe irgendwie erwartet, dass die Geschichte halb so lang wäre und damit endet, dass Doc Martin Pablo erschossen hat, weil er dachte, dass Pablo ihn ausrauben will. Ja, ja. Korrekt. So, die ganzen blauen Sachen hier weg. Und kann ich mir noch Muni kaufen? Ja, ein bisschen Schrottmuni. Ja, davon. Ja, sehr gut. Reicht mir doch schon. Okay. Das war Pablo und das war endlich Gang Green. Ja, das freut mich allerdings auch. So. Monarch Studios. Stimmt, jetzt steht hier... Ach so, so war das gemeint. Okay, ich verstehe es. Hm? Bei mir wurde ja vorhin die ganze Zeit angezeigt, dass hier überall Quests wären. Ich wette, da... Das hat einfach nur auf das Funkgerät gezeigt, dass wir da überall die Quest für die Monarch Studios gefunden hätten. Weißt du, was ich mein? Mhm. Ah, der hat aber ein schönes Messer im Auge. Hm, ist das ist schön, schon schick. Könnte sogar eine Machete sein. Ja, ist, glaube ich, eine Machete. Sarah said to meet at stage 4. Okay, dann auf nach... Greetings, traveler. Hi, Sebastian. The captain is presently on a mission deep inside hostile Sebastian? Territory and awaits you in the captain's quarters. Ach, ja, Sebastian. I mean the trailer. Wo ist dein Captain, Sebastian? Bei Soundstage 4. Wollen wir einfach durchrennen? Dass die aber, ja, aber dass die auch wirklich alle immer wegrennen müssen, ne? Alle. Ja, ja. Können sich alle nicht mal an ihre eigenen Regeln halten. Ne, warum auch? Stage 4. Ach, das wird mir ja sogar angezeigt.
Fauliger Kotzbrocken. Du hast was Besonderes. Wir sind auch falsch hier. Das war knapp. Ey, ich häng fest. Au! Ich renn einfach weiter. Ich bin in die falsche Richtung gerannt. Yeah. Folge mir! Nö! Warum nicht? Follow me! Ich bin zwar keine Schlange, aber folge mir trotzdem! I'm a snake, follow me. I'm a snake, follow me. I'm a mime, follow me. Wo willst du denn hin? Ich nehme den Weg. Aber geh doch einfach weiter geradeaus. Ja, mach ich doch. Nee, du bist links abgebogen. Ich musste doch hier lang. Nee, du bist einmal komplett die Kirche ums Dorf gegangen. Du bist die Kirche ums Dorf gegangen. Guck mal, ich bin doch hier. Siehst du, ich bin vor dir drin. Hi. Hi there. Ha. Ja. Unleash the go-go dancers and turn up the music, because the party has arrived. Glad you could make it. Sorry to drag you back here, but I need to call upon your zombie fighting expertise again. Well, it's not go-go dancers, but for you, I can switch to mayhem mode, no bother. I need to retrieve some contracts from an office in Soundstage 7. But I know my limits. Could you clear out those God Spider sets for me? Specifically the Ruins set. And there's a real piece of work hiding in the City Streets stage. Schlachter. Once he's gone, I can get what I need myself. Why don't I just pick up those contracts for you while I'm there? Thanks, but clearing out the extras is enough. Don't take it personally. I'd tell you, but it's not my secret to share, you know? Okay. Yay. Na gut. Wenn sie uns nicht einweihen will, dann muss es wohl so sein. Ja. Oh, Gerüststange, toll. Yippie, jetzt habe ich die eingesammelt. Ins Gesicht, meine Dame. Ja, der ist in meinem Gesicht, hast du recht. Moment, ich muss mal ganz kurz nachladen, mein schlurfiger Freund. Oh, ihr seid wieder da. Don't mind if I do. Ach, die Viecher. Ja, diese. Oh, ein brennender Geher. Ich muss gestehen, ich war so irritiert, weil ich dachte, es wäre ein brennender Schlitzer. Und dann war ich enttäuscht. Oh Gott, ich bin tot. Was war denn das für ein Elektroimpuls? Warum war der so doll? Help me! Weil die Sachen hier an sind? Oh. Ich bin in Plody reingelaufen. Das war vielleicht auch nicht so... Hallo? Geht's oder soll ich mich töten lassen? Warte, wir finden das gleich heraus. Ach. Warte. Also, es sind gar nicht so viele, aber die teilen sich hier gerade einen rein. So. Yay! Danke. Bitte, bitte. Ja, das ist das Problem mit Amy. Einmal so einen komischen... Ach, daneben ist auch vorbei. Graveyard Zombies? That's so retro. Swarmy! Swarmy Boot. Oh, daneben ist auch vorbei. Nein, nur sein Arm. Ja, bleib einfach liegen, hm? Genau wie du. Kannst einfach liegen bleiben. Ach, du lebst Hallo, sogar noch. Lass deinen Arm da liegen, bitte. Müssen wir hier nicht irgendwo? Ich bin vollkommen verwirrt. Hey, ich hab doch... Hey, ich bin jetzt ganz verwirrt. Well now, hast du nicht? Hit the big city. Wir sollen nur Zombies klatschen. Wieso bist du denn ganz verwirrt? Untersuche die Opfer. Du Opfer. Untersuche das Opfer. La 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 la. Halb gefressen. Lecker. Was hieß die Opfer? Ja, zwei brauchen wir noch. Oh, die müssen alle hier drin sein. Ja, habe ich auch gerade festgestellt. Hier ist kein Opfer. Opferchen. Zwei.
Opferchen, wo bist du denn? Mhm. Und drei. Ach, die sind alle bei dir. Ja. Come on out, Mr. Slicey. No? Mr. Mumphy. How about if I make your favorites? Right then. I'll be needing some corpses. Locke Zombies in die Stadt und töte sie, um sie als Köder zu benutzen. Zombos! Hey, komm rein! Komm rein, Schatz! Du hast schon ganz viele. Ja? Jetzt gehen die da hin. Ja, du hast doch gesagt, in die Stadt. Ja, ich hab's nur vorgelesen. Es ist aber hier drin gemeint. Oh. Hey, how's it going? You still alive out there? Yep. Just baiting Big Bad out with a tasty snack. Creative. You wanna stack the deck in your favor? Don't be shy about using the special effects. Oder könnt ihr mitkommen? The zombies won't know what hit 'em. Hier komm rein, du! Das ist übrigens ein schönes Mikrofon. Ah, du auch! Nice. Ich will deinen Proteinriegel, gib mir den. So, ich lauer mal, ne? Lauer? Achso. Supper's ready! Just how you like it! Eliminiere den Schrecken von Soundstage 7. Hey, Mr. Schrecken. Mr. Schrecken. Oh, ich hab ne Batterie. Mr. Schrecken? Komm her! Mr. Schrecken will nicht. Oh Gott, er kommt! Mr. Schrecken! Tot! Ich hing fest! Allerdings nicht der Schrecken! Little help! Oh! Der Schrecken ist gut dabei. Die Idee war gut, aber die Umsetzung war dumm. Du bist sauer, Schatz. Nein, der Schrecken ist sauer. Oh, der haut aber gut zu, muss ich sagen. Give me a hand here. Der hat das überlebt. Der hat das gut überlebt. Okay, ich bin jetzt tot. Tschüss, Leben. Ja, Gott, hier sind ja ganz viele Freunde. Ja, die sind gerade, glaube ich, alle um dich rumgespawnt. Ich bin gleich wieder da. Wieso? Ja. Death. Hallo, da bin ich wieder. Der hat sich wieder aufgeladen. Wie? Jetzt wurde hier aufgeladen. Du warst fast tot. That shuts you up. Ich bin trotzdem verwirrt. Ich kann es dir leider auch nicht sagen. Hatte der doppeltes Leben? I don't know. Oder vielleicht, weil ich gerespawnt bin? Ich weiß es nicht. So, das war's. Wir können zu Sarah. Ja, dann. Auf zu Sarah. Wer ist Sarah? Die Frau, ach, ja, von der wir die Quest haben? Sorry, bin verwirrt. Das fällt kaum auf, Schatz. Was? Ich wünschte ja, wir könnten mal wieder ein paar Körperteile abgeben, ne? Ja, ich habe auch zu viele, also die werden auch nicht mehr mitgenommen bei mir. Nee, bei mir auch die ersten. Ich glaube, dieses Standard-infizierte Fleisch kann ich nicht mehr einsammeln. Tachchen! Hi, Sarah. I've cleared the way. You did my crew a solid today. And me. I've been doing all right fighting these monsters one-on-one, but the new tricks they're pulling out? Oh, we may be overstaying our welcome here. Well, I got friends out there if you need a place to stay. Like there's room at Emma John's mansion. Ha! Sorry, but I've got other places in mind. Unfinished business to take care of. Thanks. I can take the rest from here. Ja, ja, das sagen sie alle. Okay. Der Jadedrache. Das klingt interessant. Das sieht schick aus. Ja, doch. Und fast Level 28. Jadedrache, du kommst erstmal hier hin. Loma, mit dir kann ich nie anfangen. Beinau. Beinau, ja, dann gehe ich halt. Toll. Beinau, Beinau.
Genau. Du hast das Lied immer noch im Kopf? Nein. Hallo, ich wollte den Jadedrachen. Entschuldigung, ich lass dich den nächsten Jadedrachen. Da willst du den, der Jadedrachen? Ja, warte mal. Oh, macht gar nicht so viel Damage tatsächlich. Ja, der ist halt auch nicht aufgewertet, ne? Muss man bedenken. Ja, ist korrekt. Stephen Phillips, hi. Stephen Phillips? Ja. Kurt, irgendwas. Und noch mehr Freunde. Mit Namen. Das waren hier die Fans alle von wem auch immer. Ach, schon wieder die? Die haben wir doch schon mal umgeklatscht. Ja, aber die wollten wieder mitspielen. Da drin ist übrigens gleich ein Voltaik-Schreier, nur dass du weißt. Oh. Da freue ich mich ja schon drauf. Ich habe einen schon gekillt und dann kam der nächste um die Ecke. Vorsicht hinter dir. Fällt mir vor die Füße. Da ist er. Da war er. Tod ist gut. Alter, da ist noch einer. Warum sind da so viele? So. Weg mit dir. Nur aber. Oh, was geht denn jetzt schon wieder ab hier? Der Gear geht ab. Haha. Okay. Komm, lass uns einfach der Spinne vorbeirennen. Duppidupidu, duppidupidu. Hi, Spinny. Mach gut, Spinny. Tschüssi. Ich muss sagen, am Tag sieht die gar nicht so bedrohlich aus. Nö, am Tag ist die eher niedlich. So, das hätten wir. Ach, guck mal. DD09 passes on her temporarily silenced regards. Mhm. Ist auch besser so. Is that masked maniac gone now? You mean that Boswell kid? Yeah, he's gone back to his camp now. Oh, fick. Good. Whatever he was doing out there was disruptive. So, jetzt haben wir wieder eine Nebenquest in der Ocean Avenue, bevor wir nach der Dame suchen. Ja, dann ab dafür. Aber in der heutigen Folge haben wir leider keine Zeit mehr dafür. Tut mir leid. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.